auf die Situation. Nach dem Kriminalisten, nach dem Polizisten wird ein Reverend sprechen. Keiner von den Zeugen Jehovas, sondern ein Zeuge Sativas. Pierre Rousseau, ein Cannabis-Patient. Sativas Segen, Leute, erstmal. Eine Frage zu Anfang. Ist Cannabis nützlich? Ist Cannabis nützlich? Könnt ihr das vor jedem deutschen Gericht bezeugen? Dann seid ihr alles Zeugen Sativas. Aufklärung statt Verbote ist das Thema der diesjährigen Hanfparade. Und darum bitte ich euch, wir hatten gerade meinen Genossen Frank Tempel, einen Polizeibeamten, ja, der euch sehr viel Wissen vermittelt hat. Und ich bitte euch, sehr viel Wissen euch anzueignen über Cannabis. Cannabis kann man nicht nur rauchen. Über 50.000 Produkte lassen sich darüber herstellen. Eignet euch dieses Wissen an. Cannabis kann unseren Planeten retten. Davon sind wir überzeugt. Und dafür müsst ihr dieses Wissen haben und losmarschieren und dieses Wissen verbreiten. Auch an Polizeibeamte. Und ich habe heute wieder erlebt, und seit 2012 komme ich auf die Hanfparade und erlebe es jedes Jahr. Ja, wenn irgendwelche Jugendliche da sind und kiffen. Die sind vielleicht noch keine 18. Und wir wollen Jugendschutz. Und dann muss ich erleben, wenn diese Jugendlichen verhaftet werden, dass dann Leute grüllen, scheiß Polizisten. All Cops are Bastard, schreit ihr. Wie asozial seid ihr? Ja, ihr wollt aufklären. Also eignet euch Wissen an und klärt auf. Aber benehmt euch nicht asozial. Sauft nicht, macht den Platz nicht dreckig. Haltet das sauber für unsere Umwelt. Sativa Segen.